Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Jetzt ist Plätzchenzeit und seit 2 Tagen bin ich in die Küche nur mit Plätzchen backen. Habe schon meine Puddingplätzchen gemacht, Vanille und Schokogeschmack, Vanillekipferl, Kokosmakronen und heute wollte ich Orangenplätzchen machen. Naja, ich wollte mir ein bisschen die Zeit einsparen, aber damit habe ich mir noch mehr Arbeit gemacht. Aber das wird ihr alles im Video erfahren und vielleicht macht ihr es besser. Und so sehen die aus, die richtigen Plätzchen. Das, was ich in die Hand habe jetzt, das ist nur Bruch. So schön sehen die. Das ist ein Doppeldecker-Plätzchen, so habe ich mir gedacht. Und Schokolade ist noch gar nichts fest. Lecker. Es muss noch fest werden. Aber ich wollte euch jetzt zeigen, diese leckere Plätzchen. Und ich bin einfach nur gespannt, was sagt mein Besuch morgen. Außerdem habe ich noch ein Käsekuchen, mein Tränchen-Käsekuchen. Den liebe ich. Es kommt immer gut an. Schaut, wie toll es sieht aus. Es ist noch heiß von unten, aber oben, da kommen die schon die Tränchen. Das fasziniert an diese Kuchen. So, liebe Freunde, und jetzt zeige ich euch, wie habe ich diese Plätzchen gebacken. Zuerst bereiten wir den Teig. Nehmen wir kalte Butter, geben wir dazu abgeriebene Zitronenschale. Ich mache aber mir noch eine Zitronenschale mit dem Zucker und gebe richtig schön so 2 Teelöffel rein. Und diese Orangenzucker friere ich ein. Ich reibe die Schale von Bio-Orange, vermische es mit dem Zucker, richtig schön verreibe und stelle ich es in den Gefrierschrank, friere ein. Und wenn ihr das rausholt, ihr seht immer so schön sieht aus. Und nach meiner Meinung, wenn mal der trocknet oder so frisch anfriert, es ist viel intensiver in Geschmack und Geruch. Einfach so ein kleiner Tipp nebenbei. Dann ein Teelöffel von Vanillezucker. Den kann man auch selber machen. Prise Salz und den Puderzucker. Puderzucker am besten 7. So, Puderzucker habe ich jetzt durchgesiebt. Und für mehr Geschmack von Orangen, weil das sind die Orangenplätzchen, kann man dazu geben ein Öl, Orangenöl. Das habe ich jetzt das erste Mal gekauft, keine Werbung. Will einfach probieren, weil meist nehme ich immer ätherische Öle. Braucht man auch wirklich so 3-4 Tropfen, das ist ausreichend. Weil es nicht jeder hat ätherische Öle im Haus, möchte ich mit euch zusammen testen, zum Beispiel dieses Öl von Dr. Oetker. Und dann nehmen wir auch wirklich nicht viel, vielleicht sogar mit den Löffelchen, so ein halber Teelöffel, weil ich benutze das erste Mal, muss mal schauen, wie intensiv ist dieses Öl. Naja, es geht so. So richtig extrem ist das nicht, kann man schon Teelöffelchen komplett reinmachen. So, und wenn ihr keinen Orangenzucker habt, dann einfach von einem abreiben die Schale. So, werden wir erstmal das verkneten. So, schaut ihr, richtig schön cremig und elastisch. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt werden wir noch Mehl durchsieben. Dazu geben wir Kokosstreusel oder Flocken und geben wir das zu den Butter. Werden wir so ungefähr wie so ein Streusel zubereiten. So. Nehmen wir den Mixer an die Seite und werden weiter mit der Hand arbeiten. Zu den Streusel geben wir jetzt noch den Orangenat. Und wie ich den Orangenat mache, habe ich schon ein Video gemacht. Und ich kann euch unten in die Beschreibung einen Link reinstellen. Und dann gebe ich noch ein Ei. Wenn ihr für noch mehr Geschmack möchtet in diese Plätzchen, kann man auch ein paar Esslöffel
Orangenlikör dazu geben. Oder drückt man den Saft aus der Orange, wenn ihr gerade auch die Schale abgerieben, dann habt ihr schon sozusagen angefangen mit der Orange, dann kann man auch ein paar Esslöffel noch Saft reinmachen. Aber tut diese Öl und mein Orangenzucker, es ist wirklich nach Geschmack wirklich sehr orange, schmeckt sehr lecker. Und danach werde ich noch Orangenkonfitüre verwenden, deswegen passt das. So, es merkt man, das ist zu wenig Mehl. Ich werde noch ein bisschen Mehl dazu geben. Die genauen Zutaten werde ich euch unten in die Beschreibung reinschreiben. Nun schnell den Teig machen und den Teig müssen wir in den Kühlschrank 3 Stunden ruhen lassen. Nicht zu viel Mehl dazu geben, dass die Plätzchen danach richtig schön locker werden. Kurz noch auf den Tisch geben, zusammenkneten. So, den Teig schnell zu einer Kugel machen und in einen Gefrierbeutel geben und für 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Der Teig ist wirklich sehr, sehr schön weich. So, nach 3 Stunden können wir es weitermachen. Der Teig ist richtig gut abgekühlt und wir werden jetzt ihn ausrollen. Ich rolle es gleich auf dem Backpapier, dass es genau auf mein Blech kommt. Ich habe schon hier angeknickt, wo das Blech aufhört und kann ihn jetzt einfach ausrollen. Das ist wichtig, dass der Teig nicht zu dick ist. So, jetzt kann man ein bisschen mit den Händen nachhelfen. Der Teig ist so wie ein Mürbeteig und lässt sich schön so ziehen. So, dann können wir wieder mit unserem Nudelholz weiter rollen. Wenn notwendig ist, ein bisschen mit dem Mehl bestäuben und dann geht es weiter. So, jetzt nehmen wir unser Blech und schieben wir auf den Blech mit dem Papier rüber. Dann wissen wir, wo haben wir noch ein freies Platz. Dann können wir dann einfach anpassen. Wo zu viel abschneiden und da wo zu wenig einfach rübergeben. So, mit so einer Rolle einfach die Ränder etwas glatter machen oder besser zu sagen gerade machen. Und ich möchte gerne diese Plätzchen als Doppeldecker machen, sozusagen die Hälfte und dann die Hälfte oben drauf kommt und dazwischen wird Marmelade. Deswegen kann ich jetzt schon anritzen, wo eine Hälfte ist. Dafür messen wir aus. In meinem Blech ist 40 cm, dann heißt das 20 cm und dann machen wir dann. Und hier auch ein bisschen so einstechen, wenn das gebacken ist, dann kann ich besser die aufteilen. So. Sonst kann man natürlich einfach ausrollen, schneiden Quadrate oder Raute oder ausstechen rund und übertragen auf den Blech. Aber ich möchte probieren heute so, dass ich dann mir ein bisschen Zeit spare und dann einfach die fertige rüberlege. So, das geht jetzt bei 160 Grad Ober-Unterhitze auf ziemlich sozusagen niedrige Temperatur für ungefähr so 15-20 Minuten backen. In dieser Zeit, bis das unser Teig wird gebacken, werden wir auch schon Schokolade schmelzen lassen. Ich habe jetzt nur einen Tafel Schokolade genommen, Zartbitter, und so ein wirklich kleines Stückchen, so eine kleine Ecke von Kokosfett. Ich weiß nicht, heutzutage vielleicht nimmt man das nicht, aber früher hat man immer genommen für die Glasur oder wenn mal wird mit Schokolade überzogen, dass es schön glänzt und dann auch beim Schneiden nicht so bröckelt. Das sehe ich jetzt schon zum Aufwärmen, dass es schmilzt, für dann später zum Servieren. Weil wir machen jetzt auch Orangenplätzchen, gebe ich ein paar Tropfen von dem Orangenöl auch dazu in die Schokolade. Nebenbei können wir auch schon Marmelade oder Gelee, was ihr da habt, am besten
Orangenmarmelade oder Konfitüre in meinem Fall einfach leicht aufwärmen und richtig glatt rühren, zum Teig bestreichen. So, nach 25 Minuten habe ich jetzt rausgenommen, habe ich gebacken bei 160 Grad Ober-Unterhitze auf die mittlere Schiene. Und schaute, hier am Rand sieht man, das wird schon goldbraun. Es darf aber der Teig nicht braun werden, sondern so hell auch bleiben. So, holen wir das alles auf den Gitter. So, lassen wir jetzt unseren Teig abkühlen, so etwas abkühlen. Das Einzige, was wir jetzt können machen, diese Schlitz, was wir uns vorgemerkt haben, etwas bisschen reindrücken, dass er, wenn mal abgekühlt ist, dann nicht bricht. Das ist alles perfekt, schön dünn und hell, so soll es sein. So, erstmal abkühlen lassen. So, meine Lieben, unser Teig jetzt hier abgekühlt ist, legen wir erstmal auf den Tisch. Und dann zum Schneiden trage ich rüber auf den Brettchen. Erstmal nehme ich vorsichtig eine Hälfte, dass ich die nicht breche. Ist ziemlich dünn. Schiebe auf das Brettchen und werde erstmal bestreichen mit den Orangenkonfituren. Ich habe ihn etwas warm gemacht, ist ein bisschen schon wieder abgekühlt und einfach eine dünne Schicht. So, das haben wir und jetzt legen wir das andere Stück auch drauf. Können wir ein bisschen so korrigieren. Was drauf drücken, nur nicht so toll, dass mal der Teig bricht. Und jetzt schneide ich die in die Stücke. Und es ist egal, wie ihr das schneidet. Wir können jetzt zum Beispiel Raute schneiden. Ich habe jetzt Sägemesser genommen. Und ich hoffe, dass es so klappt, wie ich es denke. Sonst am besten gleich Teig schneiden in die Raute und dann die zwei Plätzchen zusammen sozusagen kleben. Aber wir schauen mal. Ungefähr mal so gleiche Größe. Ja, da ist das schon geplatzt. Ja, liebe Freunde, jetzt könnt ihr natürlich selber jetzt entscheiden, ob ihr macht so wie ich. Ich dachte, so wird das weniger Arbeit. Oder doch erstmal gleich schneiden und dann die Plätzchen zusammensetzen. So, jetzt andere Seite. Für die Schokolade überziehen nehme ich mein Blech wieder, lege den Gitter und dann kann ich schon die Plätzchen oben drauf legen zum Schokolade überziehen, dass die Schokolade kann drunter tropfen. So soll es aussehen. Wie sagt man, die guten Stücke gehen für die Gäste und die Bruch wird im eigenen Haushalt verbraucht. Sonst sehen die wirklich sehr, sehr schön. Schaut. Die sind nie hart, aber wie es das bei Mürbeteig ist, es krümelt. So, nachdem wir jetzt einige Massen geschnitten haben, werden wir das mit Schokolade überziehen. Und es ist euch überlassen, ob ihr ganz macht oder nur die Fädchen zieht. Kann man beides machen. Und dass alles so hübsch aussieht und zu orangen Plätzchen passt, habe ich auch so eine kandierte Früchte gemacht aus Mandarinen. Und dann kann man oben drauf liegen. Es gibt auch zu kaufen so eine Deko von Dr. Oetker zum Beispiel. Kann man auch sowas drauf legen. Erstmal mache ich meine Plätzchen fertig. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Schaut, so schlecht sehen die aber nicht aus, die Plätzchen. Und ich glaube, mein Fehler liegt da, dass ich könnte gleich warm, wo ich aus dem Backofen rausgenommen, lieber mit Marmelade bestreichen und anderen Teig drauflegen und schneiden. Weil nach dem Abkühlen natürlich Mürbeteig ist zerbrechlich. Aber nicht schlimm. Ich könnte aus meinen Fehlern lernen und anderes machen. Das ist jetzt so bruchbar Stückchen. Und ich habe schon eine probiert. Schmeckt sehr, sehr lecker. So fruchtig,
mit diesem tollen Orangengeschmack wirklich sehr schön. Und ich denke, wenn die so über Nacht durchziehen oder ein, zwei Tage in die Dose liegen, werden die noch besser schmecken und die werden auch etwas weicher, wie es das beim Mürbeteig ist. So richtig schön sandige Teig. So, liebe Freunde, wenn euch mein Video trotzdem gefallen und dieses Rezept möchtet ihr nachmachen, dann würde ich mich wirklich sehr freuen über eure Kommentare. Wie hat es euch geschmeckt, dieses Plätzchen? Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!